Wir unterbrechen das Programm für eine zivile Notstandswarnung. Dies ist eine Nachricht an die deutsche Bevölkerung. Diese Warnung wird im Auftrag der Bundesregierung, des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie des Bundesamts für Strahlenschutz übertragen. Dies ist keine Übung. Wiederhole, dies ist keine Übung. Der Bundesregierung liegen Informationen vor, dass ein atomarer Anschlag auf Deutschland sowie auf andere westliche Länder kurz bevorsteht. Nach derzeitigem Stand wird oder hat die nordkoreanische Regierung bereits 15 Langstreckenraketen mit nuklearen Sprengköpfen abgefeuert. Es ist davon auszugehen, dass diese westlichen Länder inklusive Deutschland treffen sollen. Bleiben Sie ruhig. Suchen Sie sofort Schutz auf. Wiederhole, suchen Sie sofort Schutz auf. Es liegt eine akute Gefahr vor. Wenn Sie sich in einer Stadt mit einer Einwohnerzahl von über 1 Million Menschen oder nahe einer Militäranlage befinden, suchen Sie umgehend einen Atomschutzbunker auf. Nehmen Sie, wenn möglich, folgende Objekte mit: abgefülltes Wasser, haltbare Lebensmittel, Kleidung und Decken, ein batteriebetriebenes Radio, notwendige Medikamente, Seife und Jodtabletten. Lassen Sie Haustiere zu Hause. Schalten Sie elektronische Geräte nur zur vollen Stunde an. Während des Katastrophenalarms werden die meisten Sender und Radiostationen zu jeder vollen Stunde Informationen und Anweisungen geben. Dies ist eine Notstandswarnung. Wiederhole, dies ist eine Notstandswarnung. Notstandswarnung bedeutet, dass Deutschland angegriffen wird und Schutzmaßnahmen umgehend ergriffen werden müssen. Bringen Sie sich jetzt in Sicherheit. Wiederhole, bringen Sie sich jetzt in Sicherheit. Ende der Nachricht. Dies ist eine Notstandswarnung an die deutsche Bevölkerung. Diese Warnung wird im Auftrag der Bundesregierung, des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie des Bundesamts für Strahlenschutz übertragen. Ein atomarer Angriff auf Europa, inklusive Deutschland sowie auf Japan und die Vereinigten Staaten von Amerika findet derzeit statt. 15 nordkoreanische Langstreckenraketen mit nuklearen Sprengköpfen wurden bereits abgefeuert. 4 von ihnen haben Deutschland als Ziel. Es wird mit einem Einschlag in höchstens 120 bis 180 Minuten ausgegangen. Die US-amerikanische Regierung gab bereits den Befehl zum Gegenschlag mit mehreren Kernwaffen. Diese haben die nordkoreanischen Militärbasen als Ziel. Falls noch nicht geschehen, suchen Sie umgehend Schutz auf. Nutzen Sie nicht das Telefonnetz. Das Telefonnetz soll lediglich für Notfälle genutzt werden. Während des Katastrophenalarms werden die meisten Sender und Radiostationen zu jeder vollen Stunde Informationen und Anweisungen geben. Dies ist eine Notstandswarnung. Wiederhole. Dies ist eine Notstandswarnung. Notstandswarnung bedeutet, dass Deutschland angegriffen wird und Schutzmaßnahmen umgehend ergriffen werden müssen. Bringen Sie sich jetzt in Sicherheit. Wiederhole, bringen Sie sich jetzt in Sicherheit. Ende der Nachricht. Dies ist eine Notstandswarnung an die deutsche Bevölkerung. Diese Warnung wird im Auftrag der Bundesregierung, des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie des Bundesamts für Strahlenschutz übertragen. Deutschland ist Ziel eines atomaren Raketenangriffs. 4 nordkoreanische Atomraketen wurden auf Deutschland abgefeuert.
Die betroffenen Regionen sind derzeit noch nicht bekannt. Verlassen Sie nicht nur das Gebäude, in dem Sie sich derzeit befinden. Schließen Sie alle Türen und Fenster. Stellen Sie so viele Gegenstände wie möglich zwischen Türen sowie Fenster und Ihnen. Schalten Sie alle Heizungen, Klimaanlagen sowie Lüftungsanlagen aus. Gehen Sie wie möglich in den Keller Ihres Gebäudes. Legen Sie sich flach auf den Boden. Nehmen Sie...